Drittes Spiel für Carlo Ancelotti und seine Bayern auf ihrer 12-tägigen Asienreise. International Champions Cup in Singapur gegen den englischen Meister, den FC Chelsea, The Blues. In der 6. Minute ging es prächtig los für die Bayern. Rafinha, der rechte Außenverteidiger, mit dem 1:0. Keiner greift ihn an. Rafinha, der wieder zurückgekehrt ist in die brasilianische Nationalmannschaft mit seinem 3. und 4. Länderspiel. Hier mit einer ganz starken Leistung. Dann die 12. Minute, Franck Ribéry über links, quirlig, nicht aufzuhalten, der Franzose. Und Thomas Müller. Gerade mal 12 Minuten waren gespielt und die Bayern schon mit 2:0 vorne. Franck Ribéry mit der Vorlage für Thomas Müller. Und so ging es auch weiter. Wir sind jetzt in der 26. Minute. Die Bayern total überlegen. Thomas Müller mit dem Solo. Lewandowski bietet sich an, aber Thomas Müller lässt Courtois keine Chance. Thomas Müller, der Mann der ersten Halbzeit, dreht hier auf. Lewandowski zeigt an, ich möchte den Ball haben, aber Thomas Müller ganz stark ins lange Eck. Die Bayern wie entfesselt nach dieser Klatsche gegen den AC Milan. Dann in der 48. Minute, die Engländer jetzt stark vor der Pause. Und dann war es Alonso in der Nachspielzeit zum 1:3. So, und jetzt zeigen wir Ihnen einige Chancen durch James Rodriguez. Der wollte unbedingt ein Tor machen. Der kleine Kolumbianer mit seinen 53 Länderspielen kam von Real Madrid. Hier die Vorlage von Ribéry und immer wieder scheitert James Rodriguez an Courtois. 85. Minute. Powerplay der Blues und das 3:2 durch Batshuayi, den belgischen Nationalspieler, der schon 2 Tore gemacht hat gegen Arsenal. Bayern gewinnt verdient mit 3:2 gegen den englischen Meister. Übermorgen dann Inter Mailand in Singapur.